Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Liebe Freunde, wir haben heute große Pläne. Wir werden heute aufs Forellenderby gehen. Ich weiß noch gar nicht, wo das stattfindet. Das wird mir vielleicht die Post verraten. Ich will den Kuhstall bauen. Ich möchte ein Silo bauen. Wir müssen Holz hacken. Ich möchte den Apfelbaum anpflanzen. Wir haben so viel zu tun. Gehen wir die Sache an. Erstmal Post lesen. Slurp, ich sammle Daten zur Korrelation zwischen Erdbodenalkalinität und Nutzpflanzen-Fructosewerten. Du hast gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Demetrius. Habe ich überhaupt noch eine Melone? Tatsächlich. Ich alter Profi. Gut. Ich pack dich mal hier rein. Die Shorts nehmen wir auch mit. Die kann man vielleicht immer mal gebrauchen. Wir gehen erstmal gießen, was wir noch gießen müssen. So viel ist es ja nicht mehr. Der Rest ist ja schon alles automatisiert. Sommerkürbisse. Dann gehen wir unsere Hühner füttern. Ah, wie cool. Eichenharz ist fertig. Muss ich das nicht auch noch abgeben? Ja. Sollten auf jeden Fall noch ins Gemeinschaftszentrum. Und ich könnte mir überlegen, ich kann doch schon Mais anbauen, oder? Und der wächst auch im Herbst weiter. Das könnte ich eigentlich hier schon mal einpflanzen. Ah. Wo ist dieses Forellenderby? Ich würde ja vermuten, dass es am Strand ist. Nein, mein Zaun geht langsam kaputt. Aber ich habe mir überlegt, brauchen wir überhaupt Zäune? Also aus Deko-Gründen, ja. Aus praktischen Gründen, nein. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Tiere frei rumlaufen können. Von daher, ich lasse den Zaun erstmal so. Freiheit, Hühner, Freiheit! Habe ich noch genug Platz? Ja. So, zack, nicht essen. So, dann einmal. Bock können wir dann auch auflassen. Einmal zu Oscar. Warum ist mein Spiel so laut? Okay. Gegossen, ich alter Profi. Einmal verkaufen, was wir verkaufen können. Du. Das war's. Ich guck nochmal in der Pilzhöhle. Ah, die Tomaten sind ja auch gewachsen. Direkt auch verkaufen. Tschüss. Oder ich brauche euch nicht mehr. Nein. Ich brauche dich nicht. Okay. Nächster Schritt. Ich wollte auch nochmal zum verwunschenen Wald. Wo ist denn jetzt aber eigentlich dieses Derby? Und wann startet das? Wahrscheinlich um 9. Gleich bekomme ich links unten angezeigt. Forellenderby startet am Strand. 9. Nichts passiert. Traurig. Okay, dann gehen wir einmal zu Pierre und schauen da. Bringe Demetrius eine Melone. Machen wir. Gucken mal, was wir alles abgeben können. Ah, euch hätte ich direkt. Ich warte noch in die Pilzhöhle. Manchmal bin ich echt der Schlauste. Gucken wir auf den Kalender einfach, der hier hängt, wo das Forellenderby ist. Und Forellenderby. Na toll, steht da nicht. Natürlich steht's da nicht. Okay, ich wollte gucken nach Mais. Pflanze sie im Sommer oder Herbst, wächst 14 Tage heran. Ich kaufe erstmal 8 für unten die Fläche. Und dann machen wir davon noch eine ganze Menge, wo jetzt Tomaten und sowas sind. Und die, Blaubeeren. Aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir noch andere Sachen machen können. Sonnenblumensaat brauchen wir nicht mehr. Ich kann aber 2 Sonnenblumen anbauen. Komm. Grasbündel, nein. Das Rezept brauchen wir jetzt auch nicht. Doch, wir kaufen das gerade mal. Der Apfelbaum. Der Log, der ist halt so cool, aber der ist mir jetzt gerade noch. Ist mir jetzt gerade noch zu teuer, 30.000. Kirsche, nein, Apfel wollte ich bauen. In der Hoffnung, dass der Apfel dann im Herbst. Ja. Perfekt. Dehydrator. Nein, brauchen wir jetzt auch nicht. 10.000 ist viel Geld. Dafür muss ich lange stricken, um das zu verdienen. Wir gehen mal gucken, ob unten am Strand jetzt das Forellenderby ist. Hallo Sam, wo sind denn alle? Wo ist dieses Forellenderby? Hier sind ja viele coole Muscheln. Ich habe echt vergessen, wo das ist.
Ich rieche eine Grillparty. Aha. Also doch hier. Oder so. Hiervon muss nix. Ins Gemeinschaftszentrum. Ich bin baff. So, einmal raus mit dir. Rein mit dir. Was ist denn das Forellenderby? Da redet an mir auch keiner. Was ist das hier drüben? Muss ich die Brücke dafür reparieren? Ich wollte doch eigentlich erst den Kuhstall machen. Oh Gott, ist hier viel Kram. Wie viel Holz brauche ich für den Kuhstall? Einen Moment. Ich habe es mir aufgeschrieben. Stall. 350 Holz. Ich halt nochmal einige Bäume fällen. Aber komm, wir machen erstmal die Brücke. Tada! Dann können wir hier die ganzen Korallen ernten. Da ist der Seeigel. Perfekt. Gott, ich bin auch gleich voll beladen. Noch mehr Seeigel. Ja, ich bin voll. Vielleicht kann ich dich aber noch mitnehmen. Und niemand weiß, wo das Forellenderby ist. Okay, ich versuche erstmal die Sachen ins Gemeinschaftszentrum zu bringen. Um Sachen abzugeben. Dann versuchen wir noch die Sachen anzupflanzen. Und dann wird hoffentlich irgendwann eine Nachricht kommen mit: Das Forellenderby hat angefangen. Guck mal, Haley. Wow, die sind schön. Die sind mein absoluter Favorit. Ich weiß. Bauer zu sein klingt so langweilig. Was machst du überhaupt den ganzen Tag? Mich um Pflanzen kümmern, die Höhlen erkunden, in deinem Zimmer herumschnüffeln, nach Schätzen suchen. Die meiste Zeit tatsächlich die Höhlen erkunden in letzter Zeit, aber eigentlich auch die Höhlen erkunden. Klingt nach einer Menge Arbeit. Das ist es. Die Sonne ist heute sehr intensiv. Ich befürchte, meine Haut ist ein wenig empfindlich. Okay, einmal ins Gemeinschaftszentrum. Vorbei am Haus des Gruselbürgermeisters. Ist das erst abends, das Derby? Alle so entspannt, die gehen alle ihrem Alltag nach. Bin super verwirrt. Einfach knallhart vergessen, was ich letztes Mal eine Info bekommen habe. Ob da überhaupt was drin stand. Oh, Demetrius mag die Melone. Demetrius! Demetrius, mein Freund. Perfekt, genau was ich für meine Forschung benötige. Es wird mir schwerfallen, sie nicht zu essen. Vielen Dank. Wenn das Strigolaconen-Niveau sich weiter erhöht, würde es dann einen proportionalen Effekt auf das Mykorrhizal-Wachstum haben? Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und dich gar nicht bemerkt. Brauchst du etwas? Ich halte mich ja eigentlich für eine relativ schlaue Person und dann redet jemand so mit mir und ich verstehe gar nichts. Okay, nächster Schritt. Alles abgeben, was wir abgeben müssen. Busfische. SWT-Fische? Nein. Wo war das denn? Teichfische, oder? Ja. Der Stör fehlt noch. Den Stör sollten wir aber aufheben für... auch für einen Fischteich. Der gibt Kaviar und den brauchen wir später auch noch hierfür. Muss ich hier noch was abgeben? Och. Ah ja, hier. Butter. Die Äpfel kommen jetzt bald. Verzauberer haben wir. Ah, Eichenharz. Perfekt. Hätte ich vielleicht aber aufheben können auch für eine Kiste. Ein Fass. Ah, nicht so smart. Können wir hier gerade noch was kaufen? 10.025. Schon viel. Aber der Bus wird halt repariert. Wir gucken mal, dass wir den vielleicht nach der nächsten Blaubeerernte. Was habe ich denn noch einstecken? Was muss denn hiervon noch? Gar nichts mehr. Doch hier. Kaulbarsch. Busfisch, oder? Nee. Ozeanfisch. Ja, wo kommt denn der Kaulbarsch rein? Und hier habe ich auch gar nichts. Glaube ich. Fleisch. Ach, wo kommt denn der Kaulbarsch hin? Vielleicht irgendwo hier? Tatsächlich Feldforschung. Nautilusmuschel, gefrorene Giode. Gefrorene Giode kriegen wir aus der Höhle. Und die Nautilusmuschel spawnt ab und zu am Strand, wenn wir Glück haben.
Sonst ist hier aber nichts mehr, oder? Ja, dann könnten wir tatsächlich den Rest verkaufen. Wir gehen einmal zurück. Gucken noch, dass wir ein paar Bäume fällen. Dass wir den Apfelbaum anpflanzen. Und dass wir dann vielleicht genug zusammenbekommen noch für den Stall. Dann können wir den morgen in Auftrag geben. Als nächstes noch das Silo, damit wir genug Heu haben im Winter für die Kühe und die Hühner. Ah, mal eine an. So, dann einmal hier erstmal das Inventar leer machen. Hier rein. Hier rein. Jetzt habe ich wieder einstecken. Nee, wir verkaufen den ganzen Kram. So, nee, erstmal verkaufen und dann. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann anpflanzen. Du kommst auch hier rein. Euch bringe ich gleich runter in die Höhlenkiste. Den Dehydrator nehme ich auch mit. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hatte einen perfekten Ort für den Apfelbaum. Muss aber erstmal Platz machen. Also ich sage jetzt perfekt und in 20 Folgen sage ich, kam ich auf die Idee, hier einen Baum hinzupflanzen. Aber das ist ein Problem für Zukunftslurp. Liebe es, wenn er meine Probleme ausbügeln muss. Er kann auch viel besser mit Problemen umgehen als Gegenwartslurp. Das darf man nicht vergessen. So. Und zwar kommst du. Tön, tön, tön. Wo bist du? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, das heißt hier. Das ist die Mitte, oder? Hier. Bin ich jetzt richtig? 1, 2, 3. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin aber prinzipiell erstmal zuversichtlich. So, dann nochmal einmal so einen Boden herstellen. Ich nicht durcheinander komme. Du kommst hier hin. Und jetzt fällen wir hier diese Bäume. Wo ist das Forellenderby? Mir auch keiner verraten. Also ich schau mal schnell in die Kommentare. Steht noch nichts. Schade. Das bleibt das aber witzig. Danke. Forellenderby, wo bist du? Ich komme zu dir. Zu und zu. Wunderschön. So, einmal hier Platz machen. Heute haben wir hier 350. Jetzt gehen alle Zäune gerade gleichzeitig kaputt. Ich habe mich witzigerweise aber schon gefragt, ob die nicht kaputt gehen, weil die von Concerned Apes so programmiert wurden, dass die quasi unkaputtbar sind. Nein. Auch diese gehen kaputt. Es ist heute passiert. Das Forellenderby vielleicht abends. So, ich muss hier eh mal gucken. Hier kommt hier der Kuhstall hin. Das ist ein guter Ort für den Kuhstall, weil hier unten die Felder aus sind. Soll ich den Kuhstall wo ganz anders hin machen? Wenn ich den Kuhstall hier hinbaue, dann sieht das doch bestimmt cool aus. Das ist nah am Brunnen. Bin erstmal zuversichtlich. Hier geht der Weg lang. Perfekt. Ach, das wird schon alles. Ansonsten versetze ich es. Ich will jetzt nicht zu viele Gedanken in den einzelnen Kram machen. Oh, ich bin gleich. Lass mal hier so eine Herbstmahlzeit essen. Ah, die, den Mais noch anfassen. Wo ist denn? Oh, 220 Energie. No way.
Sonnenblumen. Gießen. Und wo ist jetzt das Forellenderby? Und warum bekomme ich nicht einen Hinweis dazu? Ist das unten bei Mani? Ich check gar nichts mehr. Oh, perfekt. So, ich stelle dich hier wieder auf. Kann ich jetzt noch irgendwelche anderen Pilze reinmachen? Aber erstmal hier alles rein, was Pilze sind. Die gingen ja nicht. Heißt, ich probiere euch nochmal. Perfekt. Nö. Gar nichts an Hinweisen. Ich gehe aber trotzdem mal runter zu Mani. Ich möchte mal gucken, ob wir schon den verwunschenen Wald können. Oder dazu müsste ich diese... Nein, geht noch nicht. Deine Axt ist nicht stark genug. Das heißt, ich brauche die Silberaxt dafür. Ja, die Eisenaxt. Hartholz hätten wir auch bald genug für die... für das Gemeinschaftszentrum. Sehr gut. Hier nochmal vielleicht. Und dann haben wir auch genug Holz. Perfekt. Haben wir noch so eins? Hier. Sehr gut. Du kommst mal weg, du kommst mal weg. Dann einmal hier rein mit euch. Haben wir viel davon. Sehr cool, dann können wir echt noch viele Bäume eigentlich anpflanzen. Ah, dich habe ich vergessen ins Museum zu bringen. Dich kann ich noch verkaufen. Dich kann ich noch anpflanzen. Geben die mal auf. Vielleicht, die sind ganz cool. Ansonsten später fürs Aquarium. Wir haben jetzt gerade gar nicht mehr so große Geldsorgen. Das geht relativ gut mit dem Patch, dass man hier relativ schnell, die können wir auch im Herbst anpflanzen, relativ schnell an Geld kommt. Echt ganz stark. Können wir noch irgendwas bauen? Wie gesagt, hier vielleicht das Eichenharz gebraucht, das habe ich jetzt vermasselt, da kommt aber bald Neues. Hier könnten wir noch Einmachgefäße bauen, aber ich brauche das Holz. Einen Baum machen wir noch weg. Zack. Dann kommst du hier noch weg. Kommst noch weg. Sehr gut. Und den Zaun, der wird sich eh bald von alleine auflösen. Aber wo ist denn jetzt das Forellenderby gewesen? Das habe ich nicht gecheckt. Wir gucken da morgen nochmal nach. Wetterbericht. Wunderschöner sonniger Tag. Na gut. »2400. Nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit.« Ah, cool, die sind auch fertig. Wo wäre ein Forellenderby, wenn ich ein Forellenderby wäre? Wo wäre ich? Das ist die große Frage. Ah, cool, die Chilis sind fertig. Einmal schön durch die Sprinkler am Morgen laufen. Das ist immer so schön erfrischend. Dann verkaufen wir die auch direkt. Ich auch. Hier einmal rein mit dir. Dann gerade nochmal zwei neue mit. Lassen die hier rein. Hallo Hühner! Geht's euch gut? Geht's euch besser ohne Zaun oder wollt ihr lieber einen Zaun haben? Fühlt ihr euch sicherer mit Zaun? Normalerweise macht man den Zaun ja auch gar nicht, um die Hühner gefangen zu halten, sondern um den Fuchs draußen zu halten. Aber es gibt ja keinen Fuchs hier. Daher haben wir auch keinen Zaun. Bei Kühen ist das was anderes. Die sollen halt nicht auf die Straße laufen. Wir gucken gerade nach Oskar noch.
Morgen, Oskar. Deckst dich immer so schön. Okay, wir gucken jetzt auch mal nach dem Derby. Wir gießen jetzt hier unten noch. Das baue ich noch ab. Wir können mal gucken, dass wir vielleicht die 10 Hartholz abgeben können. Wir müssen ja eh nochmal zu Gunther. Wir müssen ja eh nochmal daher in Pelikanstadt rein. Können wir auch mal die Hartholz abgeben. Einmal gießen. Dann hole ich gerade nochmal das Hartholz. Hier, oder? Ja. Perfekt. Du kannst hier rein, einmal so tief. Nein. So. Wir gucken jetzt einmal unten bei Mani, ob da vielleicht das Derby ist. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ansonsten, wisst ihr was? Ich guck jetzt einfach mal. Ich möchte es nicht verpassen. Ich bin schon, dass ich es gestern nicht gesehen habe. Rally. Forellenbarsch? Nein, Forellen. Derby. Das ist unten bei Mani, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich habe jetzt noch keinen Wiki-Eintrag gefunden, sondern nur auf dem Bild. Das sieht sehr nach Mani aus. Hier unten irgendwo. Mich dafür anmelden müssen oder. Ne, hier ist es doch! Die Miner an. Das ist hier schick. Willkommen beim Forellenderby. Was kann ich für dich tun? Erklärung: Während dieser Veranstaltung haben Regenbogenforellen die Chance, eine goldene Marke zu tragen. Wenn ihr eine findet, gebt sie hier ab und gewinnt einen Preis. Das klingt entspannt. Seh mal, ich glaube, ich bin ein bisschen overdressed für diese Veranstaltung. Dafür bin ich den ganzen Weg von Crampleton hergekommen. Oh, den Namen hat man auch noch nicht gehört, oder? Ich gehe nicht ohne eine Tasche voller Forellen. Natürlich, ein Typ taucht auf und trägt das gleiche Outfit wie ich. Wie peinlich. Hier sind hier richtig viele Leute. Ich weiß, es ist kein Wettbewerb. Dennoch, wer die meisten Marken bekommt, hat für den Rest des Jahres recht zu prahlen. Ich werde im Winter zum Tintenfischfest zurückkehren. Das ist eine echte Herausforderung. Das Geheimnis, um Forellen zu fangen, ist, dass man ihnen etwas vorsetzt, das so lecker aussieht, dass sie gar nicht anders können, als anzubeißen. Ah, das ist das Leben. Nichts ist beschaulicher als ein Tag beim Forellenfischen. Glück gehabt, die meisten Bisse, die ich bekomme, sind von Mücken. Wo ich herkomme, nennt man mich Forellenmann. Ja, ich habe 5 Jahre lang gelernt, wie eine Forelle zu denken. Ziemlich einfach eigentlich. Essen, 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 Eier legen, ausruhen, mehr essen. Ich mag zufällig auch essen. Allerdings bin ich nicht so gut im Eierlegen. Ich fühle mich verstanden. Wollte genau den gleichen Joke bringen. Er hat ihn nur besser formuliert. Die sehen aus wie die Zwillinge aus Shining. Angelschwestern. Wir sind die berühmten Angelschwestern. Wir werden so viele Fische fangen, wie wir wollen. Na, na, na. Okay. Okay. Ich stelle mich mal zu den Angelschwestern. Dann soll jemand zu dem gehen, vor dem man Angst hat. In der Hoffnung, dass es dann doch gar nicht so schlimm war. Aber es gelten jetzt nur Forellen. Regenbogenforelle. Oh, Marke. Goldene Marke. Cool. Wir angeln. Wie lange geht das denn? Oh, hier müssen wir hingehen. Ich würde ja ganz gerne den Kuhstall eigentlich noch bauen. Das machen wir jetzt auch. Wir geben den gleich einen Auftrag. Ich weiß halt nicht, wie lange das Festival geht. Noch eine. Ohne Marke. Nee, wir gehen trotzdem erst zu Robin hoch. Wir bauen den Kuhstall und dann gehen wir nochmal hier runter und werden die Königin der Soßen noch gucken. Oh Gott, das hätte ich fast vergessen. Und werden dann nochmal angeln und dann schauen wir mal, was wir mit den Marken machen. Vielleicht können wir die ansonsten auch bis nächstes Jahr behalten. Ich weiß ja gar nicht, was es für Preise gibt. Das hätte ich mir schon mal anschauen können. Oh, Sternfrucht. Cool. Du kommst auch mal hier rein. Zack. Dann einmal kurz die Königin der Soßen. Maki-Rolle, der zarte Geschmack des Ozeans, eingehüllt in einer weichen Wolke aus Reis. Vielleicht ein wenig Wasabi für die Abenteuerlichen. Das Wasser läuft schon in meinem Mund zusammen. Oh, wie ich Sushi liebe.
Ich weiß bereits, wie man Maki-Rolle macht. Hä? Ah, das Rezept habe ich gekauft bei Gas. Hier, der Zaun verabschiedet sich bald komplett. Hartholzzäune, glaube ich, halten länger. Gehen aber auch, glaube ich, auch irgendwann kaputt. Bin mir aber gerade gar nicht sicher. Gehen Hartholzzäune kaputt? Schau nochmal in die Kommentare. Ah, noch nichts gefunden. Ah, vielleicht wird das mein Running Gag. Das ist vielleicht mein Running Gag für alle Let's Plays. Hofgebäude errichten. Hühnerstall. Großer Hühnerstall. Ja, dich baue ich auch noch, aber nicht jetzt. Haustierschüssel. Ja, es muss noch. Also, ich bin echt gespannt. Zweites Haustier, Fischteich. Ich baue ich auch noch, aber nicht jetzt. Schuppen. Brunnen. Stall. Gebäude streichen, Gebäude bauen. Was bist du breit? Hier. Oh, guck mal, hat sogar gepasst. Hier? So bauen? Ist mir schon fast zu eng, oder? Wir bauen so. So. Oh, ganz kurz. Ich muss überlegen, ob wie ich das handhabe. Hier ist der Zaun. Hier sind die fünf, oder? Ja. Auch nicht möglich. Warum? Ist doch nichts rot. Hier kann ich es bauen. Na, dann bauen wir es so. Warum war der Bau da nicht möglich? Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem Hofgebäudestall zu arbeiten. Das ist lieb. Warum konnte ich an einer anderen Stelle aber nicht bauen? Es war doch nichts rot. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Müsste ich eigentlich nur abgeben? Nein. So, okay. Rest des Tages werden wir einfach angeln. Und gucken, was wir für Preise abstauben können. Boah, ich hoffe, was Cooles. Lauf schneller, Slurp. Du musst angeln. Hier rüber. Ich wollte schon wieder runter an den Strand. Ah, es ist aber, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen, dass es auch wieder so ein Fest für den ganzen Ort wird. Lea! Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Was sollte ich an so einem Farmenwaulentag tun? Farmenwaulentag. Sehr gut, Slurp. Sehr gut, deine Leseskills werden mit jeder Folge auch ein bisschen besser. Was für ein Farmer-Wauler-Tag heute doch ist. Hi, Willi! Wie läuft das Derby bisher? Ich habe viele goldene Marken gefunden, aber es ist noch nicht vorbei. Ich wollte mal gucken, was ich dafür bekommen kann. Und dann wird geangelt. Lohnungen erhalten. Zeltbausatz. Du erhältst Zeltbausatz. Hiermit lässt sich ein einmalig verwendbares Zelt zum Schlafen aufstellen, kann nur im Freien verwendet werden. Das ist doch auch neu, oder? Bilde ich mir das ein. Ich habe es zumindest noch niemals gesehen. Und kann ich das auch einfach irgendwo aufstellen und nicht benutzen und als Deko verwenden? Das würde mich auch interessieren. Echt? Steht hier noch was? Ich dachte, da steht vielleicht, wie lange er heute da ist. Okay, jetzt wird nicht mehr abgebrochen ständig. Jetzt angeln wir, dass wir alle Preise haben, die es gibt. Oder wir halt gar keine Regenbogenforelle angeln. Ist doch neu, das Zelt. Ja, ich versuche das einmal aufzubauen. Mal gucken, ob es da immer noch steht am nächsten Tag. Wow, wow, wow! Nee, was warst du denn für ein Tier? Regenbogenforelle, kein Preis. Dad. Dad.
Was haben wir hier? Erwischt! Gotteslachs. Naja. Wild auf jeden Fall. Okay. Diesmal will ich dich ganz gerne schnappen. Ich weiß nicht, was du bist. Aber ich möchte dich in meinem Leben haben. Die Dinge, die mir immer entwischen, die hätte ich gerne. Komm her. Oh cool, Schatz noch eingesammelt. So ganz nebenbei. Beim Profi-Angler. Eine Goldmakrele. Bist du ein... Habe ich dich das letzte Mal nicht ewig gebraucht, bis ich dich gefunden habe? Ein wilder Fleischfresser mit brillanten orangen Schuppen. Du kommst mir so bekannt vor. Ich glaube, ich habe ewig gebraucht, bis ich das letzte Mal geangelt habe. Du warst einer der letzten Fische, die ich gebraucht habe. So ein bisschen. Das sieht doch aus wie ein Bär, oder? Hier der rechte Seemann. Hat der ein Bärengesicht? Ein bisschen Paddington. Ist das Paddington? Mit dem Seemannshut? Das ist doch Paddington. Das ist 100% Paddington. Witzig. Da bist du wieder eine Goldmakrele. Komm her, mein Freund, ich fange dich und behalte dich in meinem Inventar. Denn Fisch wird hier niemals schlecht. Echt? Ich hätte ganz gerne mal so eine Marke, bitte. Ich am falschen Ort. Muss ich hier weg? Laut Paddington mir alle Marken. Auch schon wieder so ein... Was bist du denn jetzt? Du bist doch schon wieder so ein Hecht, oder? Ja. Nee, Regenbogenforelle. Habe ich jetzt noch Marken bekommen? Nein. Dreist. Cool wäre es, wenn ich den Wetterling fange. Eine Marke. Warum auch? Warum auch Marken, wenn ich nur Fisch habe? So, wenn wir jetzt hier wieder eine Regenbogenforelle haben, die keine Marke hat, gehen wir an einen anderen Ort. Weg von Paddington, dem kleinen Dieb. Wir stellen uns mal hier hin. Face bitte an. Komm an die ran. So. Oh, Schatzkiste. Die Hummels aber nicht. Ich will die Regenbogenforelle lieber. Gar keine ist. Vollbarsch, danke. Regenbogenforelle. Forelle voller Regenbogen. Ist mit Schleim üben. Leckerem Regenbogen. Komm her, bitte. Bitte. Wieder ein Hecht. Sag mal, wo sind denn die ganzen... Oh mein Gott, war hier viel drin. Die Giode brauchen wir. Was war denn das für ein Schatz, bitte? Wie großartig. Aber wir gehen ja trotzdem mal weg. Wir gehen wieder zu den Gruselschwestern. Willi, du beschützt mich bitte, oder? Danke. Mich seinen engsten Stellen ist immer einfacher, wenn ein Freund dabei ist. Denn dann geht man nicht alleine unter.
Marke. Wenn ich mehrere gleichzeitig abgebe, bringt mir das was. Qualitätssprinkler. No way, wie cool ist das denn? Ja, man kann ja richtig coole Sachen finden, wenn man alle 5 Stunden mal eine Regenbogenmarke findet. Kann man richtig coole Geschenke bekommen. Ich will jetzt gerne mal testen, wenn ich 2 abgebe, ob es dann ein größeres Geschenk gibt. Aber ich muss jetzt mal wieder 2 Marken bekommen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Jetzt habe ich getestet, ob es bei einer Marke immer nur Zelte gibt oder unterschiedliche Sachen. Und jetzt will ich wissen, ob ich 2 Sachen gleichzeitig bekommen kann. Also 2 Marken zu einem Geschenk, das größer und wertvoller ist. Aber keine Ahnung, ob wir das schaffen. Auf jeden Fall werden wir viel Geld mit Fischen verdienen. Und ich hoffe mal, dass ich meinen Skill auch gleichzeitig ausbauen kann. Und dann vielleicht sogar Level 6 vom Fischen bekomme. Bist du schon wieder ein Hecht, oder? Nein. Ah, eine Marke. Jetzt kommt es drauf an. Wie lange geht dieses Derby? Geht das bis mitten in die Nacht? Macht ihr jetzt einen zu um 8? Eine Prasse. Na komm schon. Bist du wieder so ein Goldmakrelen-Ding? Nein, nicht. Ich könnte aber überlegen, ob ich auch tatsächlich eine Fischkiste mache. Wo ich zum Beispiel jetzt so Sachen wie die Goldmakrele und sowas aufhebe. Weil ich ganz gerne, das habe ich mal im letzten Let's Play schon gemacht, ich habe so ein Aquariumschuppen gebaut. Und da habe ich dann quasi alle Fische gefangen und da reingesetzt. Nicht alle, aber viele. Und sowas würde ich ganz gerne wieder machen. Vor allem, weil ihr mir gestern geschrieben habt, dass man Aquarien jetzt mit noch viel mehr Dekomaterialien ausstatten kann, was ich sehr cool finde. Also mal gucken, ob ich da nicht vielleicht so 1-2 Fische einfach aufhebe und mir eine Fischkiste noch baue. Brauchen wir nochmal einen Schuppen, wo wir alle unsere Lagersachen sortieren können. Ich glaube, den Schuppen hätte ich auch gerne diesmal näher am Haus. Ich muss mal schauen, wie wir den ganzen den neuen Hof sortieren. Ich habe einen ganz, ganz, ganz groben Plan. Aber der ist wirklich so grob, der zählt eigentlich nicht. Ich muss nochmal einen Screenshot machen, einfach auf dem Screenshot ein bisschen rumkritzeln. Ja! Perfekt. Hi Abigail, hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen, Slurp? Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, in eine dunkle Höhle, in den alten, knorrigen Wald, zur Joja Mega Mall. Oh mein Gott, Konsum. Ich weiß es gar nicht. Ich mag Strandurlaub, ich bin aber kein Fan von Sand. Das ist immer eine große Schwierigkeit. Einen alten, knorrigen Wald stelle ich mir cool vor, aber da ist vielleicht auch kalt. Ich bin auch kein Fan von Kälte. Also von daher, Strand ist schon schön, aber schwierig. Ich sag, dunkle Höhle wäre... Nee, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich sag Strand. Das würde recht schnell langweilig werden, finde ich. Ja, mag sein. Ich muss abwägen. Teleportort im Hof. Du behältst Teleportort im Hof teil. Aha, okay, man kann also immer nur eine Sache bekommen. Komm, wir angeln nochmal. Vielleicht finden wir sogar nochmal eine Marke. Ansonsten kriegen wir halt die Fische, was auch sehr cool ist. Ich habe schon so viele Teleport-Totems. Die Frage, hab die, glaube ich, im alten Let's Play 2-mal benutzt oder sowas? Ist ja nie. Ah, verdammt. Ach komm weg.
weil ich sie niemals im Inventar mit mir rumschleppen wollte. Wir können auch mal ein bisschen Holz ernten mit unserer letzten Energie. Nee, wir gucken, dass wir oben diese Baumstümpfe wegbekommen, die restlichen, die hier noch rumstehen. Und wir holen uns hier mal den Stein. So. Den Stein braucht man nämlich auch. Hier ist nochmal einer, sehr gut. Okay, reicht das jetzt noch für irgendwas? Zack, zack. Hier noch mal irgendwo einer. Hier, reicht jetzt die Energie. Perfekt. Hier baut Robin uns den Kuhstall. Warum konnte ich den nicht hier hinpflanzen? Hier hat nichts im Weg gestanden. Check's nicht. Ich check's nicht. Wird einen Grund gehabt haben. Dann einmal. Mach mir eine Fischkiste. Wo stelle ich dich jetzt hin? Hier vielleicht. Hier wäre auch ein cooler Ort für ein Lager erstmal. Ist nichts im Weg. Blau wie das Meer für die Fische. Du kommst hier rein. Du. Haben wir alles von jedem ein? Einer muss ins Gemeinschaftszentrum, perfekt. Dann verkaufen wir den Rest. Ich. Haben wir die Regenbogenforelle auch drin gehabt? Ja. Was kann ich noch verkaufen? Dich nicht. Dich auch nicht. Wir gucken mal, dass wir noch den Sprinkler vielleicht unten aufstellen. Mal rein mit dir. Hier mal alles rein, was keine Miete zahlt. Hier auch. Hier nehme ich die 10 wieder mit. 2 kann ich aufmachen, 1 verkaufe ich und den Sprinkler noch schnell installieren. Dann ins Bett. Komm, ich stelle dich jetzt gerade mal hier hin. Oh, Käse. Dann ins Bett, ganz schön schnell. Ist krass, dass wir kein Level-Up fürs Angeln bekommen haben. Wir haben echt viel geangelt. Schade. Schade, schade, schade. Oh Gott, ist das wieder eine lange Folge. Alles klar, liebe Leute. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir noch einen Daumen nach oben da, so wie immer. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, guter Zeitpunkt zum Abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, liebe Leute, wünsche ich euch einen schönen Tag, habt eine gute Zeit, bleibt anständig und ciao.